Liebe Freunde, hier ist euer Steinwald. Wir sind zurück bei den Hedes. Ihr werdet euch erinnern, Sirkwer, der neue Häuptling, hat einen heiligen Krieg hier gegen seine Sippschaft begonnen, gegen die anderen Hedes, gegen die Cousins. Graf Eirek von Naumadal. Wieso heißen die eigentlich Grafen? Die sind ja eigentlich Stammesregierung. Merkwürdig. Wie auch immer, oder sind die jetzt auch zum... Nee, die sind germanisch. Also, ulkige Bezeichnung. Egal. Der Krieg läuft. Bevor wir damit weitermachen, müssen wir noch ein paar Kleinigkeiten klären. Also, mit dem Einsatz hier unserer Leute, da können wir noch ein bisschen was verbessern. Das lassen wir erstmal mit Staatskunst. Alles andere muss die Zukunft zeigen. Hier versucht aber der Kämmerer durchaus auch wieder, ihn zur Legende zu machen. Das bringt Prestige. Hofspitzel. Denke ich, werden wir die gleiche Sache weiterführen und sie... Ach so, es ist unsere Frau, ne? Also ein bisschen merkwürdig, wenn sie in Istanbul ist. Nein, in Konstantinopel, entschuldigt. Na, lassen wir es mal so. Also kann ich jetzt eh nicht zurückholen. Na gut. Vielleicht ist das ihre Aufgabe. So, und der Hofkaplan, der wird tatsächlich den Fanatismus fördern. Ich glaube, das passt zu einem religiösen Eiferer sehr gut. Das bringt Pietät. Und möglicherweise bekommen wir Zeloten, heilige Krieger, die wir einsetzen können. Nun gut, das ist das eine. Das zweite ist, ich habe mal geschaut hier, welche Charaktere sind an unserem Hof nicht christlich. Und die sind alle nicht bereit, überzutreten. Das hat im Wesentlichen was mit der Meinung zu tun, außer Kraka. Und dann versuchen wir es zumindest bei ihr. Was macht die Meinung so schlecht? Kurze Herrschaft. Ja, das ist das Thema. Das wird sich mit der Zeit geben. Das heißt, wir kommen irgendwann sicher an die ran. Gut, und dann... Eine andere Sache noch, bei den niederen Titeln, denke ich, muss ich den Hoflehrer absetzen, weil der nicht christlichen Glaubens ist. Wir könnten unsere Frau, die gleichzeitig in... Ach Gottchen, hier kommen nicht viele in Frage. Wulflet, allerdings ist sie besessen. Das wird er vermutlich mitbekommen haben. Keine gute Wahl. Freya, die Regentin, die könnten wir zur Hoflehrerin machen. Oder den Marschall. Wir machen das mal Freya, das ist gut. Die hat diese Aufgabe schon einmal so ähnlich mit Bravour gemeistert. So, dann lasst uns weitergehen. Oh, es gibt einen neuen Orden, der Bektaschi-Orden. Unter der Führung eines gewissen Haji Baktashwali, eines Mystikers aus Khorasan, ist eine Sufi-Sekte aus Derwischen entstanden, in ihrem Streben nach der Einheit des Seins. Ertüchtigen die Bektaschi ihre Seele durch Meditation und Kontemplation der wahren Bedeutung des Korans. Der kriegerische Bektaschi-Orden ist besonders bei jungen sunnitischen Soldaten beliebt. Die Mitglieder leisten einen Eid, den Islam zu schützen und Ungläubige und Polytheisten jeder Art zu bekämpfen. Gut, ist Gott sei Dank weit weg. Wir haben andere Orden zur Verfügung. Gut, Kraka ist konvertiert, immerhin das. So, und jetzt kommt es drauf an... Was ist hier los? Trückwe ist nicht mehr Hofkaplan. Er ist gestorben. Mit 38. Das ist der, den wir gerade geholt haben an den Hof. Ach Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Wir könnten Frederik den Bild... Nee, das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Wir müssen einen neuen heiligen Mann einladen. Aber das geht nicht, weil wir die Pietät dazu nicht haben. Wir müssen tatsächlich ohne Hofkaplan im Moment leben. Was für eine ärgerliche Sache. Dass der so schnell stirbt. So. Hier erreichen wir Gott sei Dank rechtzeitig noch den Ort des Geschehens. Um hier gleich einzusteigen in die Belagerung. Wir können möglicherweise hier auch gleich einen Angriff starten, oder? Was sind das für Truppen? Aha, aus dem Königreich Norek. Gut. Na, ich würde gerne... Naja, das sollte schnell gehen. Lassen wir es mal dabei. Aber es sieht so aus, als ob es im Moment hier in der Nähe keine feindlichen Truppen gibt. Das heißt, dass wir in Ruhe hier die Belagerung durchziehen können. Und das ist erfreulich. Vielleicht geht dieser Krieg ja tatsächlich... Oh, wartet hier. Was ist hier los? Unsere Heimat wird belagert. Da sind feindliche Truppen, das sage ich noch. Sind keine in der Nähe. Ist egal. Wir warten erstmal unsere Belagerung ab. Die ist nämlich gleich vorbei hier. Na, jetzt ist es geschafft. So, wir müssten eigentlich noch weitermachen. Aber ich würde, glaube ich, gerne erstmal den Feind besiegen.
Und Verlobte können heiraten. Wen betrifft das jetzt? Wartet mal. Katharina Banks-Dottier. Stola Mazzon, unseren Kanzler. Sind wir da irgendwie involviert? Warum werden wir da gefragt? Gibt es da irgendwas, was dagegen spricht? Ich bin jetzt gerade verwirrt. Nö. Das ist noch nicht mal unsere Dynastie. Keine Ahnung, warum wir gefragt werden. Egal. Wir senden das und konzentrieren uns weiter auf den Krieg. Und was passiert jetzt? Verlöbnis arrangieren. Ah, unsere Halbschwester. Hatten wir nicht mit dem schon? Ist das jetzt noch eine andere Geschichte? Ulfhild? Akzeptieren wir trotzdem. Wir hatten, glaube ich, da schon mal ein Okay gegeben. Das war die andere Sache. So. Wird schon seine Richtigkeit haben. Was ist hier los? Das Gelände entscheidet den Kampf. Wenn ich mich auf meine Studien konzentriere, kann ich die Taktiken für eine Geländeart meistern. Wir werden wieder als... Ich guck mal ganz genau hin. Wir haben hier Berge. Wir kämpfen wahrscheinlich im Moment vor allem hier. Wir haben hier Berge. Hier haben wir auch Berge. Also Berge ist schon das Richtige im Moment. Ja. Lasst uns zum Bergexperte werden. Da bringt mich übrigens zu dem Punkt, wer hier eigentlich die Armee anführt. Wir haben mehrere Flügel. Und wir können... Freier sollte vermutlich dabei sein, ja. Und ein Großmeister. Was ist eigentlich mit unserem... Oh Gott, so viele Leute von den Ordensrittern, aber wir nehmen ihn hier mit. So, ich fühle mich gut gerüstet und wir versuchen hier in den Kampf zu gehen. Könnte sein, dass uns da dann die eine Belagerung weggenommen wird. Mal gucken. Ja, tatsächlich, jetzt belagern die. Okay, die Neuigkeit hat den Hof erreicht. Das ist ein Anspruchsteller auf meine Titel. Refre, das ist nämlich unser Cousin Männer für einen Angriff auf mich anheuert. Oh weh, ich hoffe, er ist nicht anfällig für Unfälle. Meint er Abenteuerbedrohung? Nein! Das ist natürlich blöd. 2 Jahre. Okay, bis dahin müssen wir die Sache hier erledigt haben. Wie ärgerlich. So, das müsste schnell gehen. Dieser Sieg ist unser. Damit haben wir schon 43%. Jetzt müssen wir schnell in das Gebiet der Hedes gehen. Dort werden die auch hinfliehen. Also eine Gruppe Abenteurer, die kann wirklich gefährlich werden. Wir kommen blöderweise zu spät, fürchte ich. Könnte sein, dass wir nicht als erstes belagern. Hier kommt es auch im Moment nicht zum Kampf. Doch, wir können belagern. Sehr gut. Hervorragend. Das ist wichtig. Warum wird hier zurück belagert oder weiter belagert? Was machen die? Wer ist der Gott? Achso, die wollen zurück belagern den Tempel. Ja, das passt uns eigentlich gar nicht so schlecht. Prima. Hier ist ja noch der zweite Krieg. Den dürfen wir nicht vergessen. Am Start. Und wir... Berge, normaler Winter. Boah, Wahnsinn. Und jetzt ist hier nämlich das Problem. Sehen wir das hier? Nachschub 924. Ja, hier, heidnische Heimat, mal 0,12. Das ist nämlich genau das Problem, wovon wir als Germanen immer profitiert hatten. Diese enorme Verluste, die man hat hier im feindlichen Gebiet. Und das sehen wir jetzt auch. 1300, oh mein Gott. Wir können froh sein, wenn wir hier die Blink durchkriegen. Und nicht gar zu wenig werden. 921. Es ist echt unfassbar. Was können wir da machen? Ich weiß nicht. Uns aufspalten? Wir sind ja überhaupt nicht mehr kampffähig. Das ist wirklich tödlich. Gerade im Winter. Man hätte wahrscheinlich mehr auf die Jahreszeit achten müssen. Das ist ja eklatant. Gott sei Dank sind wir an dieser Schlacht nicht beteiligt. Alvör ist zurück. So, dann hoffen wir mal, dass die Belagerung jetzt sehr viel bringt vom Kriegsstand her. 60%. Hatte ich mir jetzt ein bisschen mehr erwünscht. Mehr können wir hier aber nicht belagern. Hier drüben hat er es wieder befreit. Das heißt, wir können hier noch was ausrichten. Aber wie bitte? Wir sind nur noch 354 Mann? Kann das wahr sein?
Kann der Wind da so reinhauen? Gott sei Dank sind dort nur noch 45. Also es könnte, wir könnten gerade so Glück haben, aber das ist ja erschreckend. Da muss ich viel mehr drauf achten. Das ist ja der reine Wahnsinn. So, wir haben die 100% tatsächlich. Es ist gelungen, Leute. Es ist gelungen. Wir können die Forderung erzwingen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das auch so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Jawohl. Ja. Okay, die eine Provinz haben wir. Immerhin. Immerhin. Ja, mehr konnten wir da nicht erreichen. Der Heilige Krieg bezog sich da immer nur auf einen. Auf eine Grafschaft, auf einen Stamm. So, hier ist ein falscher Besitztumstitel. Den müssen wir natürlich übergeben, das ist klar. Warum wird mir hier noch... So, das können wir nicht sein. Wir brauchen jemanden, wir brauchen einen heiligen Mann, der hier erstmals sowas wie ein Bischof sein kann. Ich weiß gar nicht... Schon ganz vergessen, wie der Titel hier heißt. Ist das ein Bischofssitz? Wie auch immer, wir müssen einen heiligen Mann holen. Jetzt können wir das, Gott sei Dank. So. Dire of Wostan ist da. Und der ist sehr fähig. Geduldig, hinterlistig, stur und gebildet. Ein gelehrter Theologe. Ausgezeichnet. Der wird jetzt erstmal in den Rat als Hofkaplan aufgenommen. Und wir geben ihm auch noch... die Abtei. So. Was haben wir für wichtige Entscheidungen verfügbar? Ah, jetzt dadurch, dass wir Vasallen haben, können wir erstmals hier auch ein Sommerfest abhalten und solche Geschichten. Das ergibt ja ganz neue Möglichkeiten. Aber jetzt sollten wir uns nicht ablenken lassen. Sommerfest ist vielleicht jetzt nicht das Richtige. Wir können ihn sogar zum Hofarzt machen. Hervorragend. Auch das ist eine schöne Sache. Und wir haben die Abenteuerbedrohung. Und da weiß ich überhaupt noch nicht, wie wir da reagieren können. Gut, wir werden erstmal die nach Hause schicken. Verstecken kommt jetzt nicht in Frage. Ja, aber die sind natürlich jetzt erstmal hier durch die neue Verwaltung, durch kürzlich erobert. Oh Gott. Also von hier bekommen wir ja noch nicht viel, ne? Beziehungsweise gar nicht. Das wird womöglich noch ein Problem. Wir haben 85 Dukaten. Ich meine, wir können uns im Notfall Geld leihen und hoffen, dass wir nochmal einen Ritterorden bekommen. Wobei es erneut wieder nur die Jakobsritter sind, die extrem dezimiert sind. 257, das ist ja nichts. Hier... hat der König von Pommern sie angeworben. Naja, ein bisschen Zeit bleibt uns doch, aber ich wüsste nicht, wie wir da wirklich gut reagieren können. So, jetzt sind es diverse... Ah, Volki. Herzog Volki ist erwachsen geworden. Gut, das scheint also funktioniert zu haben. Dann würde ich sagen, ziehen wir auch damit durch. Ziehen wir das durch. Diese Heirat. Sehr gut. Okay. Das hat geklappt. Jetzt gucke ich mal, hat das... Ja, das hat mögliche Pakte. Ah, sehr gut. Jetzt könnte das was werden. Bündnis schmieden. Ja, sie sind bereit. Hervorragend. Der wird uns dann vielleicht Hilfe leisten, wenn es wirklich zu einem Abenteuer kommt. Ja, und ich weiß nicht, ob wir ein Bündnis mit den Schotten da spielen, weil es dort natürlich Interessensgegensätze gibt. Mit den Engländern. Deswegen würde ich das, glaube ich, eher nicht machen. Würde ich das eher vermeiden. Gut. Also, zumindest haben wir ein Bündnis jetzt. Das beruhigt mich ein wenig. So, ein Magnus ist eingetroffen. Ein fähiger Spitzel. Katholisch zum Glück. Was haben wir hier noch? Verlassen... Kardinal, Kardinal. Okay. Und die nächsten Verlobten. Malmfried ist jetzt soweit. Das ist die matrilineare Geschichte. Und das scheint tatsächlich zu funktionieren. Das ist ja verrückt. Ja, wird das offenbar... man weiß es nicht. Aber im Moment sieht es ja so aus, dass er das achten wird. Und Prinz Hemming ist wirklich der Nachfolger. Und wenn die Kinder bekommen,
waren denn die Ansprüche auf das Königreich Dänemark auf ein Hede? Wow. Dann wollen wir das mal so umsetzen. Das wäre ja wirklich eine ungewöhnliche Geschichte. So. Gut. Er hat tatsächlich eingewilligt. Die Frage ist, ob er ihn enterben kann. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Nee, die haben eine agnatische Erbteilung. Das heißt, ist kein Wahlrecht. Dann müsste das tatsächlich so vollziehbar sein. Ist ja Wahnsinn. Okay, Dschihad um Leon. Der große schiitische Kalif hat beschlossen, einen Dschihad gegen die Giauren im Königreich Leon auszurufen. Gut, da geht's jetzt zur Sache. Eure Tante Freya hat euch darum gebeten, die ehemalige Schildmaid für die Position des Kämmerers im Rat berücksichtigt zu werden. Auch wenn ihr wisst, dass sie sehr gut sich eignen würde, habt ihr Bedenken. Denn diese Wahl wäre etwas extravagant. Das ist jetzt so eine Sache. Sie ist alt. Ich meinte, dieser Typ, zu dem haben wir keine besonderen Beziehungen. Eigentlich sind wir unserer Tante sehr zu Dank verpflichtet. Ich glaube, wir machen das. Zirk, wer macht das? Ja. Also folgen wir mal da den alten Verbindungen. Untätige Ratsmitglieder. Ja, es bleibt dabei, glaube ich, ihn zur Legende zu machen. Machen wir dann mal. Wir haben inzwischen tatsächlich auch einiges an Prestige angesammelt. Wir kommen langsam in die interessanten Bereiche. Vielleicht kriegen wir ja so viel Prestige bis hier... Der Abenteurer kommt. Nein, 20. Juni 990. So, was ist hier los? König Snorri der Lahme akzeptiert das Friedensangebot. Der hat tatsächlich gewonnen. Die Heidmarks haben echt gewonnen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das heißt, sie haben, sehe ich das richtig, tatsächlich, sie haben hier die Orkneys erobert. Das ist ja verrückt. Das ist ja echt ein Ding. Und damit auch ein Tempel und sowas alles. Ja, interessant. Damit wird dieser Konflikt mit den Heidmarks, ist glaube ich noch nicht beendet. Ich verstehe das aber nicht, wie sie das verlieren konnten. Schaut mal, 5000 Mann hatte das Königreich Norek. Wie können die denn gegen Heidmark verlieren? Was haben die denn da bitte ins Spiel gebracht? Gut, sie waren verbündet mit Westergötland. Das könnte natürlich eine Rolle gespielt haben, dass die da einiges zusammenbringen. Das ist schon ein Ding. Das ist überraschend. Gut, liebe Leute, wir kommen zum Ende dieser Staffel und das, also, es gibt auf jeden Fall eine ganz neue Perspektive mit Zirkwer, das muss man sagen. Er hat ein großes Thema, nämlich die Christianisierung Skandinaviens und zwar durchaus, wenn es sein muss, mit dem Schwert. Er wird also die Entwicklung hier genau beobachten. Es gibt nicht mehr viele germanische Reiche. Das ist im Prinzip, das sind noch die unsere Verwandten. Ich glaube, das wird noch immer so ein Spezialthema werden. Und das ist natürlich Westergötland und dann Satakunta als großes Thema vielleicht. Mal schauen, wie er das weiter angehen lässt. Ansonsten hat er einige interessante Optionen, die noch durch Dan gestiftet sind, was Bündnisse betrifft, seine ganzen Geschwister und so weiter. Das könnte noch von Interesse sein. Wir haben einen ersten Vasallen, nämlich ein Abt. Seht ihr, das ist kein Bischof, das ist ein Abt. Unser Hofkaplan. Mal gucken, was wir mit dem noch anstellen werden. Wir gucken ein bisschen in Europa rum. Also wir haben hier, das haben wir immer im Blick, darauf muss ich nicht achten. In England gibt es große Probleme. König Gian Leone, der hat sich selbst ja hochgeputscht, hat aber große Probleme gegen Botulf, englische Revolte. Der scheint sogar im Moment erfolgreich sein zu können. Besitzt eigentlich nur eine Grafschaft. Und einen schwachen Anspruch. Der hat hier rebelliert. Das ist das, was in England passiert. Was haben wir noch? Wir haben den Deutschen Orden, der hier nach wie vor stark ist. Mit einigen Besitztümern auch noch immer hier in Skandinavien. Wir haben
Pommern, die sich halten jetzt doch irgendwie mit dem König Brjacheslav IV. Wir haben die Westfranken, die sich wieder stabilisiert haben. Die waren ja kurzzeitig Tributstaat von Italien. Wer ist da König? König Thibaut der Peiniger. 43 Jahre. Ein grausamer Herrscher. Okay, das ist also das Westfrankenreich. Ein Ostfrankenreich gibt es eigentlich nicht mehr. Was haben wir hier? Das ist Lothringen. Nestor der Schatten von Lothringen. Ihr seht es, hat hier noch so ein Zwischenreich. Das ist vielleicht ganz interessant. Dann haben wir Aquitanien, die mal wieder erstaunlich stabil sind. Mit König Clotaire dem Säufer an der Spitze. Bündnisse mit Sardinien und Korsika und Westfranken. Also die sind miteinander verbündet. Wir haben hier ein bisschen konsolidierte christliche Herrschaft, wie es aussieht. Liova der Dritte, der Verhexte von Galizien, aber relativ groß geworden, mit dem König von England verbündet. Wir dürfen nicht vergessen, dass England hier auch große Gebiete besitzt, beziehungsweise inzwischen jetzt die englische Revolte. Bayern scheint relativ stabil hier in den Alpen unterwegs zu sein. König Berthold II. Von Bayern. Okay. So, dann haben wir das mächtige und einflussreiche Italien. König Rodolfo der Keusche. König von Italien und König von Jerusalem. Der hat den Kreuzzug hier mitgetragen. Erfolgreich. Schauen wir seine Bündnisse. Er hat keine Bündnisse. Okay. Was vielleicht noch interessant ist, ich habe das Gefühl, das Byzantinische Reich wird mächtiger. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Basilissa Barbara, die Hexenjägerin, ist hier an der Spitze mit 15 Jahren. Ja, das sind zumindest die christlichen Reiche. Bulgarien ist vielleicht hier interessant. Schar Skwale der Gerechte, der Schar von Bulgarien. Buddhistisch, okay. Das ist eine interessante Entwicklung. Ist mir noch nie aufgefallen. Wir haben hier ein christliches Polen. König von Polen, ja. Masowien ist Großhäuptling, slawisch geblieben. Ruthenia hatten wir schon kennengelernt auf unseren Plünderfahrten. Und hier haben wir auch noch Bayern. Das sehe ich ja jetzt erst. Okay, und hier sind immer noch zwei Provinzen hier in Mähren und teilweise in Südböhmen von den Norex, was ganz interessant ist. Ja, damit haben wir, glaube ich, die wichtigsten Entwicklungen mal besprochen. Bulgarien ist auch hier noch. Wäre ja schön, wenn die Wolga hier, die ja immer noch mit den Friesen vermutlich verbündet sind. Hat sich da was verändert? Nee. Wäre schön, wenn die irgendwie mal von den Byzantinern vielleicht besiegt werden könnten. Das wäre erfreulich. So, und hier das christliche Jerusalem scheint noch Bestand zu haben. Mal schauen, wie lange sich die Christenheit dort verteidigen kann. Ja, das ist der Stand der Dinge. Was ist hier in Norik? Was ist da belagert? Sten der Schlechter, södermanländische Eroberung von Gudbrandsdal. Okay, die sind noch in einem anderen Krieg. Das ist vermutlich der Grund, warum sie da Frieden geschlossen haben. Jetzt haben wir da auch die Antwort für. So, 12. März 990. Also, ein neues Zeitalter wird beginnen. Davon kann man ausgehen. Sörkwer Dan war so eine Art Übergangsphase. Ein bisschen indifferent, aber am Ende den entscheidenden Schritt wohl möglich getan. In Richtung Sörkwer und dem christlichen Kämpfer. Also, ich freue mich auf die nächste Staffel. Bis dann, macht's gut. Euer Steinwallen.